weiß nicht, ob da unten irgendwas kommt. Keine Ahnung, bestimmt, oder? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich wollte eigentlich nur mal was gucken. Aber nicht jetzt. Wir wollten erstmal den Schmied bauen, ne? Du, ich erinnere mich am Anfang noch so. Lass uns vielleicht mal ein kleines Häuschen bauen. Hm? Ein kleines Häuschen. Huch. Der Schmied. Der hat kein Haus, aber er ist halt schon mal da. Really? Right now? Oh, herstellen. Ach, bei dem kann man Sachen herstellen. Schmiede? Oh, das ist ja geil gemacht. Kohlebrennofen? Nägel? Kann man sie eigentlich... Hey, wie cool. Okay, vielleicht ist das, bin ich Palworld gestört, aber kann man sie eigentlich Zellen ins Haus bauen? Dann wüsste ich, was wir mit dem Keller machen, mit den NPCs. Moment, warte mal. Palworld, was machst du mit deinen Pals, bitte? Was? Tobi, was? Ich habe nur bis jetzt in den ersten Stream damals reingeguckt. Was hast du mit denen gemacht? Oh, nichts, Tobias. Nichts. Das läuft alles sehr human ab. Frag am besten nicht Tobi. Oh nein, er hat nicht. Oh nein. Was? Deswegen hat sich die Peter gemeldet und gesagt, dass das nicht gut ist, was da bei dem Spiel passiert. Okay. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich bin nicht stolz darauf, aber eigentlich nee, doch. Nein, du brauchst gar nicht sagen. Es ist, schweige einfach. Ausrüstung verbessern. Oh. Schalte neue Perks frei. Jeder Perk kostet Runen. Sammle Runen, indem du Waffen und andere Ausrüstung zerlegst. Okay, ja gut, das können wir, glaube ich. Oh, ich könnte die provisorische Sense verbessern. Aber will man... Wir haben bei Erik alle Einzelzimmer, ein paar sogar Fenster. Wie ein paar? Es gibt nur eins. Ein paar ist jetzt übertrieben. Alcatraz. Das sind so eine Petzen, ne? Alter, was ist das denn hier? Das sind so eine Petzen einfach. Oh, warte, er redet ja auch. Hier, Oswald. Tobi, der Schmied redet. Hast du ihm mal zugehört? Du brauchst jetzt überhaupt nicht ablenken. Guck mal hier. Du hast lange genug gebraucht, um mich zu finden. Sieh dich an, schwach und mickrig. Und man nennt dich Flammenbrut? Du brauchst eine ordentliche Waffe. Gut, dass du mich zuerst geweckt hast. Ein derbes Schwert oder eine Stachelkeule herzustellen. Ja, das wäre ein guter Anfang. Und hier noch Leute ins Feuer? Glutal kann immer noch gerettet werden. Wo es Rauch gibt, gibt es auch ein Feuer. Das Miasma setzt den Tälern zu, also suche mit deiner neuen Ausrüstung nach dem Elixierbrunnen und beseitige die Wurzel unseres Elends. Entzünde die Tiefen und verbrenne das Böse. Na los, ich zähle auf dich, du Flammenspross. Oh, gut ausgeruht. Selbst mit neuer Ausrüstung solltest du dich da draußen nicht sicher fühlen. Ruh dich aus und iss etwas Gutes, bevor du dich auf den Weg machst. Ein Feuer, ein Dach über dem Kopf und etwas Fleisch im Magen bereiten dich auf alles vor. So, jetzt aber nichts zu diskutieren, noch Gott sei Dank. Oh, er ist nicht geschützt, Komfortstufe 5. Müssen wir den in unser Haus stellen erstmal? Hm? Soll er sich doch ein Haus bauen, wenn es ihm nicht passt. Warte mal. Now get out. Oh, wir brauchen sehr viel von diesem Metallschrott, ne? Ja. War ein Schmied in Greed. Oh, Mario, bitte. Mario, was? Mario. Komm zurück, Mario. So, ich leg mich erstmal hin. Nein, ich hab das Bett aufgehoben. Ich bin dumm. Ich leg mich da hier hin. Warum hab ich denn falsch Schmied von meinem Bett stehen? Was ist denn? Hä? Ich hab was, Tobi, was? Alter. So, warte. Ah, ist das schön. Ah, ist das schön. Hä? Ich hab meinen Hoden aus der Hose gezogen. So, warte. Ich muss kurz mal, kann ich den rotaten? Was ist denn hier richtig rum? So.
Oh, okay. Platziere Gegenstände. Hier kannst du den Produktionsprozess verfolgen. Die Produktionsstätte stellt das ausgewählte Rezept so lange her, bis keine Zutaten mehr übrig sind oder das Inventar der Produktionsstätte voll ist. Hier kannst du zwischen Rezepten wechseln. Okay, Kohle, Holzschalt und Erde. Okay, wir können nur Kohle herstellen. Schade. Mit Holzscheiten und Erde. Aber wir könnten ja mal... Hast du Holzscheite da? Kann ich holen, warte. Ich schieb mal Erde rein. Was? Ich schieb mal Erde rein, Tobi. Achso, Holzscheite hast du, ja? Nee, ich hab nur Erde. Okay. Die ich reinschiebe. Mhm. Und ein Fellfetzen. Oh, ist überhaupt nicht so metrisch. Ist ja gar nicht zentriert hier. Das ist ja widerlich. Ich habe das jetzt da reingemacht, ne? Geht das schon los hier? Oh ja, 5 Minuten. Okay. Arbeitet 4 in Warteschlange. Sehr gut. 17 Holzscheite werden eine Kohle? Boah. Okay. Alles klar. Das ist nett. Das ist ja sehr günstig. Okay, Tobi? Warum bist du so leise? Es ist spät. Willst du nicht schlafen gehen? Ach so, nein. Du kannst doch schlafen gehen. Das ist gar kein Problem. Nee, ich leg dich auch hin, Tobi. Ich leg dich doch einfach ein bisschen hin. Ich will mich da nicht hinlegen. Warum willst du mich da nicht hinlegen, Tobi? Ich will mich nicht zu dem komischen Typen da legen. Was ist denn mit dir? Der sieht so aus, als ob er mir abends über die Lippe streichelt, weißt du? Hör auf, mein Bett zu begeiern, Tobi. Geh von meinem Bett weg. Das ist meins. Hör auf, das zu begeiern. Nein, das ist meins. Lass das. Na los. So. Kann ich nicht. Willst du nicht mal ein Bett bauen jetzt, Erik? Das ist einfach schäbig. Tobi, jetzt leg ich mal hin, ich will mein Bett bauen. Ah, sehr gut. Hast du dir gedacht, ne? Hast du dir gedacht? Ich dachte vielleicht, du bist schnell genug. Na gut. Probier's nochmal. Okay. Oh, hallo. Na, du. Oh, Tobi. Hey! Was? Hä? Er ist einfach Jesus. Ist das gemütlich in der Luft. Sehr gut. Sag mal, so frech. So, jetzt... Ich bleib hier drüben. Ah, wunderbar. Ach ja. Es ist sowieso schon morgen. Wir brauchen gar nicht mehr schlafen gehen. Es ist einfach egal jetzt. Oh. Oh Gott. So, was sollen wir überhaupt machen? Tauche in den Elixierbrunnen hinein. Säubere den Elixierbrunnen. Oh, ich hab Tränen. Ich hab Tränen im Auge, Tobi. Was hast du nur gegen den Schmied? Warum steht er direkt in meinem Bett? Oh, warte. Du hast deinesgleichen geweckt. Die Flamme ist zufrieden. Suche in den Hochweiden nach mehr schlafenden Überlebenden. Okay. Okay, wow. Tobi, soll ich den Schmied mitnehmen? Meinst du, er will auch mal was erleben? Wir lassen ihn hier. Der wirkt so grimmig, ne? Ich weiß, wo ein gutes Zuhause für den wäre, Tobi. Erik, das ist nicht Palworld. Ich weiß nicht, was du meinst. Du musst da auch jetzt mal ein bisschen, das geht nicht. Klar geht das. So, aber die Frage ist, hast du den Waffen vergessen? Nein. Ich überlege gerade. Wir brauchen super viel Metallschrott, ne? Und wir brauchen auch super, wir müssen super, ja, wir brauchen, neue Kisten, geil, Tobi. Ja, ich hab mal so grob sortiert. So in der Mitte sind irgendwie so Pflanzen, Essen und ganz links ist so Erde und so ein Kram. Ups, ich hab, okay, so klappt das nicht. Na gut. Okay, ja, das ist schon mal sehr gut. Also mit R schmeißt man einfach alles rüber.
Verstehe. Okay, also macht das nur Sinn, wenn die Kisten voll sind. Ja. Ja. Okay. Aber Stoff, okay. Stoff sammle ich mal. Wir gucken mal, wie wir das sortieren dann. Stoff nehme ich mal mit wegen. Oh, Schutt. Stoff nehme ich mal mit wegen unterwegs bauen und so, ne? Ja. So. Also, Myzel. Ach, hier hast du deinen Schutt. Dann schmeiße ich meinen Schutt da auch mal rein. Hier habe ich Miasmasporen. Die lasse ich auch mal da. Die Runen. Ja, schmeiß ich auch mal rein, egal. Und den Beschwörungsstab lasse ich auch mal hier, den brauchen wir nicht unbedingt. Nee, ich glaube nicht. Fleisch, Heiltrank würde ich mitnehmen, die lila Beeren lasse ich hier. Gesundheit, Wiederherstellung, okay, gegrilltes Fleisch, cool. Wasser würde ich vielleicht mitnehmen. Mit mittlerem Mausstoff kann man Kisten auffüllen, schreibt gerade der Gotham in den Chat. Mit mittlerem Mausstoff, steht unten aber nicht, ne? Okay. Tatsächlich nicht, nee. Okay. Ich probier's mal, warte, wenn ich jetzt das Holz hier rausnehme, so, und dann mittlere Maustaste. Hä? Geht gar nicht. Vielleicht noch Sachen, die drüben sind, aber da kann ich auch rechte Maustaste drücken. Ach, der mittlere Button, der zwischen den zwei Inventardingern ist. Der. Alles klar, Gotham, danke. Ach, hier, ach so, ach der, ach so. Ich dachte gerade mittlere Mausbutton. Okay. Die brauche ich auch nicht. Die Bücher brauche ich auch nicht. Craft, wenn wir craften, nutzen wir auch die Kisten hier auf dem Gebiet? Eigentlich? Ich glaube nicht. Nee, oh, schade. Oh, das. Okay, das wäre cool, wenn das noch gehen würde. Das ist immer sehr, sehr convenient. Statt immer alles rauszupopeln. Ich will ja jetzt nicht schon wieder, aber das ist halt bei Parworld auch ziemlich geil, ne? Das ist ziemlich cool gelöst, ja. Ja. Das ist sehr gut. Sehr gut. Liebe Entwickler, das betrifft natürlich auch nur Kisten, die hier auf dem Gebiet sind. Und deswegen, und nur, wenn man auf dem Gebiet baut, nicht, wenn man irgendwo baut. So. Warum beschweren sich Leute immer, dass ich keine Hose trage? Stimmt, du hast eine kurze Hose an. Warum habe ich eine längere an? Ich habe meine Hose ausgezogen, Tobi. Erik, ich bin bereit. Geil. Danke, Chat, für den Hinweis. Juhu. La, 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 la. Das ist die Freischwingerkultur hier. Schade, dass aber jetzt wirklich keine Hose mehr da ist. Aber wo ist denn der Elixierbrunnen eigentlich? Wir müssen noch mal gucken, ne? Säure Elixierbrunnen. Ich guck mal kurz auf der Map. Wir müssen da oben irgendwo hin. Okay, gut. Die Richtung stimmt schon. So. Ich bin trotzdem wieder Faser mit. Hm? Quasi einmal durch dieses Ding da unten wieder durch, ne? Auf die andere Straßenseite, also andere Seite da drüben. Genau. Okay. Dann machen wir das mal. Sehe ich das richtig, dass es hier kein Essen und kein Trinkenbalken gibt? Ja, das ist richtig. Oh, das finde ich sehr angenehm. So. Gehen wir nicht hier unten lang? Wir sollen doch nicht. Ich meine, wir wurden gewarnt. Ja, als ob wir da drauf hören. Bitte. Und ich habe keine Hose an. Ich schäme mich ein bisschen. Was war das? Ach, ein Stein. Muss halt vorsichtig sein, kriegst du wahrscheinlich schneller einen Pilz, ne? So. Warte. Oh, ich habe Miasma an meinem Glied-Ding. An deinem Glied, Tobias? An meinem Glied. So. Freitag kurz vor Mitternacht, zwei halbnackte alte Männer, die gerade die Hose ausgezogen haben, gehen in Miasma. Bin ich noch auf Twitch? Spinatklops? Ja. Das ist, das kommt alles in die Kunstkategorie. Ich mach schwarzen Balken drüber, dann passt das. Ja. Sehr gut. Ich nehme die Sachen mal mit, weil hier ist Miasma-Flüssigkeit drin in den Dingern, ne? Die brauchen wir später noch. Oh, nice. Ja, geil, dann rein da. Piet-Glied. Hört auf jetzt! Hört auf. Der Name ist aber auch zu gut. Man kann so viel damit machen, einfach. Ja, voll geil. So, warte. Das hier müsste auch erstmal Holz sein. Das baut man mit einer Axt wahrscheinlich ab, ne? Ja, erstmal Holz. Geistiger Magierstab bei Alchemist. Oh, geil. Und hier? Äste. Oh ja. Erstmal Holz, Block bei Werkbank. Geil. Feiere.
Wir müssen nur gucken, dass wir pünktlich wieder rauskommen, ne? Ja, ach na ja. Ja. Miasmaholz. Wenn man da unten Pilze hat, sind das dann Champignons. Opa! Wo holt er das immer her? Was ist das? Warum? Puh. Das ist doch nicht normal. Das, oh, ah. Nee, normal ist das wirklich nicht. Okay, das hier ist nur Stein, mehr nicht. Okay, schade. So, und das hier. Ach, ist auch mir erstmal Flüssigkeit. Cool. Oh, ein Grab. Mit einem rostigen Kurzschwert. Sofort geht die komische Musik los. Warte mal, ich guck mal kurz das rostige Kurzschwert. Warte. Sieht gut aus. Geil. Okay. Warte mal, ich will mal kurz, was macht denn die denn hier eigentlich? Ah, hab ich mir gedacht. Das ist aber auch Furze. Archivierte Furze. Bah. Das muss aber nicht sein. Furz.zip. Ist Furz.zip eigentlich Kacke? Das sind die wichtigen Fragen, die man sich freitagabends eben stellt. Gut, ich bin ja nicht oft hier freitags, ich weiß es nicht. So. Vielleicht, ist das der, raus. Vielleicht ist das der Fehler. Ja. So. Oh, hier steht Achtung. Was heißt denn Achtung? Steht das bei dir auch? Ja, weil wir noch 2 Minuten haben, glaube ich, ne? Ah, okay. Hier rechts auf keinen Fall runter. Das ist keine gute Idee, ich erinnere mich daran. Oh, wollen wir nochmal runtergehen? Oh, ich weiß genau. Säubere, ich weiß genau, was das heißt. Position erreicht. Wir brauchen. Warte mal, hier ist so ein Ding zum Auffüllen, oder? Nee. Hä? Hatten wir nicht noch 1,5 Minuten Zeit? Bist du auch tot? Ja. Ich glaube, da wurde es gerade schlimmer. Kann das sein, weil wir tiefer ins Meer erstmal reingelaufen sind? Okay, aber wir hatten trotzdem noch 1:50 Zeit oder so. Ja, eigentlich schon. Müssen wir jetzt unsere Grabsteine holen? Es gibt Miasma-Level, okay, das ist schön. Ja, okay, okay, ich, ja, wir hätten da noch nicht hingehen sollen. Das Spiel verarscht uns. Tobi, wir müssen da nochmal runter. Müssen wir? Weil wir haben eigentlich, also ich habe eigentlich alles, was ich brauche. Ich habe nichts verloren. Verliert man nichts? Muss man nicht sein Stuff wiederholen? Ich dachte, man muss seinen Grabstein wiederholen und dann... Man behält sein Inventar, good to know, schreibt gerade jemand. Ja, also ich glaube... Ja, ja, ich glaube, wir haben was verloren. Ja? Ich glaube, ja. Also wir haben Stuff verloren halt, ne? Nicht unbedingt die Sachen in der Leiste unten. Ich glaube, die behält man. War das nicht so? Nur seinen Rucksack. Man verliert nur bestimmte Sachen. Oh, okay. Ja, die ganzen Miasma-Sachen habe ich verloren. Ja, da müssen wir mal runter. Aber wie kommen wir da dran? Weil du wirst doch gleich wieder sterben, wenn du da hingehst, oder? Ich, wie kommen wir denn da dran? Das ist jetzt aber ein bisschen blöd, ne? Ein bisschen. Wir sollten vielleicht erstmal... Ja, die Sachen sind, glaube ich, verloren, ne? Wir kommen da wirklich nicht mehr dran. Jetzt weiß ich auch, wofür das Achtung stand. Ja, weißt du was? Ich gehe mal runter und ich guck mal, ob es funktioniert. Man kommt dran, schreibt Valium, okay? Ja, okay. Wir probieren es. Ja, schau mal. Bin schon am Weg, Tobi. Hey, ich bin schon hinter dir. Geil. Lauf schon, Vater, die Fresse. Waren wir doch und sind trotzdem gestorben. Was ist das für eine Verarsche? So, okay. Er kann das einfach nicht mehr. Ich erinnere mich dran, was da unten war. In der Demo waren wir da unten. Wir müssen auf jeden Fall noch ein bisschen, wir müssen noch ein bisschen, bisschen erkunden gehen, ein bisschen ausbauen, bevor wir das weitermachen, glaube ich. So, ich glaube, wir sollten hier gar nicht mehr hoch. Ne, wir müssen hier runter, ne? Nicht hier hoch. Ich glaube, wir sind hier falsch. Aber hier könnten wir theoretisch dann weiter, oder? Also, da war gerade zumindest nichts. Ja, ja, ja. Ich gucke, ich laufe hier unten gerade längs. Oh Gott, das ist keine gute Idee. Da unten stehen diese Explosionspilze. Du kannst aber durchsliden. Oh, okay.
man kann die sammeln. Echt? Oh, Miasma Flora. Oh. Wir sollten die erst sammeln, wenn wir das versucht haben, ob das geht, ne? Ja. Okay. Standort oben. Was? Diesmal steht aber nicht Achtung, ne? Position erreicht. Aber siehst du unsere Sachen? Ja, da vorne, die zwei Dinger, die da stehen. Diese zwei Fackeln. Aber da kommen wir nicht hin. Oder? Ich weiß es nicht. Also, mich würde es wundern, wenn wir da hinkommen, weil wir sind da ja auch gerade schon mal gestorben, ne? Ich meine, man verliert ja nur den Stuff, den man so sammelt, Stuff, ne? Was ist in wessen? Ist das links meins oder deins? Links ist meins, glaube ich. Ich habe nämlich versucht, ob das so eine Dings ist, wo das resettet. Okay, ciao. Okay, ciao. Oh geil, oh geil, Loot. Oh, Pilze. Sag mal, was denn? Topka. Oh, ja. Vor allem mit den zwei kleinen Pilzen daneben. Was ist das? Was bin ich sehend, Alter? Das ist genau das, was du denkst, was es ist, Erik. Also ein Pilz, okay. Ein Penen. Weißt du noch bei diesem einen Game, wo man auch diese Penen sammeln konnte? Hä? Nee. Oh Gott, wie hieß das nochmal? Diese orangenen Dinger waren das. Da waren wir in so einer Raumkapsel und dann... Oh ja, mit dem Planeten, ne? Mit dem Planetendingens da. Ja, ja, ja. Ja, das war auch geil. Wie hieß das nochmal? Das hat inzwischen DLC. Ich weiß, was du meinst. Standort oben. Tobi? Oh nein, oh nein. Nein, Journey to the Savage Planet, okay. Tobi, Vorsicht. Hier sind Bogenschützen. Wir haben keine Rüstung. Hier sind Bogenschützen da hinten. Wir sollten hier auf gar keinen Fall durch. Oh, der schießt, Vorsicht. Alter, was ist er denn für einer? 360 Note Scope über PUBG immer. Oh geil, erstmal Loot sammeln. Hey, wie bist du da hochgekommen? Erik, helf mir. Ich fliege, Tobi, ich fliege. Ich komme da nicht. Ich fliege hier hoch. Tobi, bring ich hier Sicherheit, schnell. Ich komme da nicht hoch. Mann, Tobi, Shift und hoch. Es ging nicht. Ich konnte da nicht hochlaufen. Aber mit Anlauf, Shift und hoch. Wir haben noch anderthalb Minuten, Tobi. Wir müssen hier irgendwie raus. Penen, aber sich bei Körben regt er sich auf. Ja, und, klar. Und beim Schmied. Ja, der Schmied ist aber auch, das ist ein Perversling. Okay, wie kommen wir denn? Oh Gott, hier ist eine Ruine. Da ist auch ein Monster. Ja, ich will hier raus. Sehe, dass du gerade rausläufst und nicht tiefer rein? Ich habe keine Ahnung, Tobi, aber rechts war nur eine Ruine, wo so ein Viech war. Ich glaube, du läufst weiter rein. Ich weiß es doch auch nicht. Aber es muss doch mal irgendwann aufhören, oder? Finde einen Ausweg. Ja, ich such doch. Nur noch eine Minute, Tobi. Oh, fuck you. Oh boy, da kommt... Oh Gott, da ist ein Bogenschütze. Ja, den habe ich gerade bemerkt. Cool. Tobi, ich glaube, wir sollten noch ein bisschen leveln. Ja, ich glaube auch. Habe ich meine Pfeile noch? Okay. Hua, oh. Das ist keine gute Idee. Okay, nee, Wolf, halt die Schnauze. Oh Gott. Sag mal, das darf doch nicht wahr sein! So, gut. Dann starten wir mal Palworld. Scheiße. Okay. Oh, Kacke. Hat man neuer Grabstein jetzt meinen alten zerstört? Ich werde auch gleich sterben. Ich komme nirgendwo hoch. Oh, das ist doch ätzend. Tobi, ich sehe dich da unten. Ja, ich sehe dich. Ich habe dich ganz kurz gesehen. Oh. Ich glaube jetzt... jetzt brauche ich auch nichts mehr. Hallo? Oder? Oh nein. 180 Meter? Nee, warte mal. Das ist doch der alte Grabstein. Keine Munition. Na, großartig. Hä? Tobi?
Erik, kein Problem, ich hätte dir gerne geholfen. Hä? Ja, hä? Ich bin gerade gestorben. Ich bin gestorben. Ja, kenne ich, ist ein Hobby von mir. Ich mach das ab und zu mal. Yee. Wieso stirbst du denn nicht, wenn... Oh, geil. Da. Hast du den Bogenschützen hast du den Bogenschützen besiegt? Nee, ich bin weggerannt. Heroisch, ich bin. Das heißt, der... Oh shit, der läuft hier also noch rum? Ich komme also nicht... Ja, ich geh gleich mit dir, warte. Ich geh gleich mit dir. Okay. Muss ich noch kurz aufhealen. Problem ist aber, der ist ein Bogenschütze. Kann ich mich hinter großen Bäumen verstecken und er trifft mich vielleicht nicht? Ich bin auch Bogenschütze, wa? Da muss man nur sagen, wo dein Ding liegt, ne? Ich sehe das nämlich nicht. Ja, 100 Meter noch. Hast du deinen Stuff zurückbekommen? Naja, den muss ich gleich holen. 90 Meter ungefähr. Ja, oder ist das deiner? Wieso zeigt es mir denn dein Ding an? Hä? Weiß nicht, vielleicht ist das allgegenwärtig. Siehst du ihn? Nee, ne? Ich habe da keine Munition, ich kann die leider nicht wegballern. Ich wüsste auch nicht, wo der stehen soll. Hier steht nirgendwo einer. Ist der weg? Der hat bestimmt Angst bekommen. Ja, das verstehe ich. Oh. Piu! Keine Ahnung. Oh, du hast noch nicht geskillt, hat gerade jemand geschrieben. Hast du noch nicht geskillt? Was? Nee, ich glaube noch nicht. Hab keine Anzeige, also skill ich nicht. Okay. Tobi? Ach, du nimmst Abkürzung. Ja, ja, ich hole gerade meinen Stuff da oben. Ah, alles klar. Von hier aus komme ich ja nicht hoch. Hier ist Besuch. Hello. Oh, oh, es sind zwei Besuche, Vorsicht. Drei Besuche. Vorsicht, Tobi. Bisschen vorsichtiger. Der ist weg. Sehr gut. Oh, 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 fuck. Wow. Ich war gerade am Looten schon. Puh. Geil. Zu zweit geht das. Das müssen mal vier Dinger sein, ne? Ja, zu zweit geht das viel besser. Richtig nice. So. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, wir bräuchten vielleicht eine Rüstung. Ja. Oh, hier sind wir so Blubberdinger, die explodieren. Akne. Sag mal, Nase juckt. Was ist denn das hier? Durchsuchen. Ach, hier ist noch ein Toter. Bäh, wer stinkt. Und hier, warte mal. Da liegt auch noch was. Entschuldigung. Jo, nochmal erstmal Sporen, sehr gut. Die können wir brauchen. Aber wir sollten auch raus, ne? Wir müssen hier auch raus. Ja, 1,53. Ja. Geil, nochmal erstmal Sporen, hat sich gelohnt. Achtung. Aber weißt du, wo es hier rausgeht? Nö, ich glaube aber diese Richtung hier ist richtig. Und dann irgendwann links gleich, wir müssten gleich irgendwann diese... Da hinten ist der Turm, wir laufen gerade in Richtung des großen Turmes. Die müssten gleich rechts irgendwo diese Gebäude kommen, die wir ganz am Anfang gesammelt haben. Dachte ich. Ah ja, hier, guck mal. Hier geht's raus. Hier ist eine Brücke. Ja, sehr gut. Miau. Piu. Das war wieder ein sehr erfolgreicher Ausflug, möchte ich sagen, Tobi. Das war großartig, ja. Wir waren heldenhaft. Wir haben das mal wieder gut hingekriegt. Was war das denn gerade? Alter, wie schnell man sich bewegen kann, wenn man springt beim Sprinten. Lol. Hä, man verliert keine Ausdauer? Nee. Oh! Scheiß auf Schnellreise, brauche ich nicht. Hä, wie cool ist das denn? Oh, warte mal, hier ist noch Dingens, das nehmen wir noch mit. Oh. Wo ist denn unser Zuhause, sag mal? Da, wo dein Herz ist, Tobi. Hab ich nicht. Oh. Tobi Funk, der hat auch kein Herz. Da ist ein Stück Berliner Mauer an seinem Herz, da wo normale Leute ihre Herzen haben. So, oh, der Schmied hat auf dich gewartet. Ich will's dir nicht normal sagen. Kümmere dich um die. Halt die Fresse, Schmied, du stehst die ganze Zeit nur hier rum. Faules Schwein. So. Vielleicht finde ich die Idee mit dem Zimmer für ihn alleine jetzt doch nicht so schlecht. Wir da drüben ist noch. Da sind bald Wohnungen frei im Erdgeschoss. Im Erdgeschoss -2.
Wie der, ist das Masonett oder ist das was anderes? Ja, ist Casonett eher. Okay. Hier hat man noch. Ach, der stellt immer noch her. Ja, wir stellen die ganze Zeit Kohle her. Okay, 60 Kohle haben wir. Cool. Rezepte. Gibt es immer noch Kohle? Okay. Jetzt bin ich aber gerade im Überlegen, was können wir denn noch alles machen eigentlich? Handwerk, Garn. Bauhammer habe ich gemacht. Können wir hier vielleicht noch irgendwas machen? Grober Miasma-Holzblock. So will doch keiner wohnen. Zäune. Sollen wir ein bisschen rumlaufen und looten, oder? Ja, wäre eigentlich am besten, ne? Eigentlich ja. Stapel eigentlich bräuchte ich eine Rüstung. Hast du noch Stofffetzen? Haben wir Stapel nachfüllen, Stapel ablegen, so, ne? Ja. Stofffetzen. Ja, damit wir uns eine Rüstung machen können. Ich habe extra viele mitgenommen. Das ist geil. Ich habe 54 Stück, habe ich. Brauchen noch ein Tierfell und Garn. Garn müsste hier in der Kiste sein. Irgendwo. Ein Tierfell und Garn. Garn kannst du auch selber herstellen im Handwerksmenü. Warte. Stimmt, ja. Warte. Soll ich das mal schicken? Kannst du gerne machen, ja. Bitteschön. Achso, alles hier. Geil. Nicht nur eins. So. Okay, ach mal, hier ist auch nochmal. Schenken, alles, bitteschön. Schinken, geil. So. Zwei Fähigkeitenpunkte habe ich. Überlebender, Bestienmeister, Waldläufer, Assassine, Gauner, Zauberer, Heiler, Kampfmagier. Intelligenz. Erik, skill die bitte nicht. Tank, erhöht die Gesundheit um 50 pro Attributspunkt. Ich bin ganz ehrlich, Gesundheit finde ich erstmal schon mal gut. Stärke, Nahkampfschaden um 5%, okay. Kondition, Ausdauer um 10. Fernkampfschaden, okay. Mache ich Nahkampf oder Fernkampf? Also erstmal mache ich Gesundheit. Okay, ja, ist freigeschaltet. Glänzende Platten, physische Rüstung gewährt 10% mehr Rüstungspunkte. Oh, finde ich eigentlich auch gut. Beim Angriff mit einer Nahkampfwaffe wird die gleich schon um 10% erhöht. Oh, Erik? Ja? Ich schicke dir jetzt mal nur die Mütze. Für den Anagramm brauchen wir Metallschrott. Oh, das ist, glaube ich, gut. Warte mal. Wenn du einen vom Miasma verdorbenen Gegner mit einer Nahkampfwaffe besiegst, stellst du 5 Sekunden Miasma-Zeit wieder her. Ausweichangriff müssen wir bestimmt das beides machen, ne? Wenn du mit einer Nahkampfwaffe ausrüstest, kannst du linke Maustaste einen Ausweichangriff ausführen, welcher dich auf den Gegner zustürmen lässt und mehr Waffen. Okay, das klingt auch gut. Dann mache ich mal glänzende Platten. Mache ich auch mal nicht. Ich spare erstmal. Das hier brauchen wir. Ich glaube, für das hier brauchen wir bestimmt die beiden hier, ne? Vermute ich mal. Gott, sieht das scheiße aus mit der Mütze. Oh Gott. Aha. Ja. Ist so typisch deutsche Urlauber im Skigebiet, ja. Oh, nun.